Zum Zweiten ist die HDP nicht gleichzusetzen mit der PKK, wie es beispielsweise die, die AKP im Moment tut. Die HDP hat soziale Kontakte, Beziehungen, die PKK und die HDP sprechen sozusagen dieselben Menschen in der Region an. Aber was die große Chance ist, dass die HDP eben eine legale Partei ist, im Gegensatz zur PKK, und hier vermitteln kann zwischen Staat und Terrororganisation und mit dazu beitragen kann, dass dieser fürchterliche Konflikt, der über 40.000 Menschen gekostet hat, endlich sozusagen beendet wird. Ja, und diese historische Chance macht die AKP-Regierung gerade kaputt, und das muss man ihnen im Gegenteil, die AKP hat so viele Risiken aufgenommen. In den 80 Jahren türkischer Politik war es das erste Mal, dass Erdogan sämtliche Verbote, insbesondere die Assimilationsbemühungen durch den türkischen Staat gegenüber den Kurden, sämtliche Verbote aufgehoben hat. Mit wem wollen Sie den Frieden schließen zwischen Türken und Kurden? Mit wem? Mit wem wollen Sie den Frieden schließen? Inzwischen eine Situation, wo es überhaupt keine Tabus gibt. Kein internationaler Konflikt ist bis jetzt mit Gewalt gelöst worden. Es gibt